Wasser schafft Energie. Heute, vor genau 100 Jahren, ist das im Rheinkraftwerk in Laufenburg zur Realität geworden. Damalige Pionierarbeit ebnete den Weg für Europas größtes und erstes Wasserkraftwerk. Einerseits ein wichtiger Impuls für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region, andererseits auch ein Novum wegen der Bauweise quer zum Rhein. Der Rhein fließt natürlich in ganz unterschiedlichen Phasen, vom Trocken bis zu Hochwasser, und entsprechend ein Kraftwerk hier mitten in den Rhein zu bauen, war für die damaligen Verhältnisse, was man an Ingenieur- und Wasserbautechnik beherrschte, ein großes Wagnis. Die Wasserkraft hängt einerseits von der Wassermenge, aber auch vor allem vom Gefälle ab. Und hier haben wir diese Größenordnung 9 Meter Gefälle, und das gilt es optimal zu nutzen. Nach 5 Jahren Bauzeit ist das Wasserkraftwerk am 14. Mai 1914 zum ersten Mal einsatzbereit. Und 100 Jahre später unterstützt es das Stromunternehmen Energiedienst damit, rund 750.000 Menschen im Netzgebiet mit Strom zu versorgen. Haushalte im deutschen und im schweizerischen Grenzgebiet. Ja, die Wasserkraft ist generell für die Schweizer Seite eine wichtige Energieform. Wir beziehen rund 56% der Stromproduktion aus Wasserkraftwerken, und da gehört das Kraftwerk in Laufenburg natürlich dazu. Viele Verteilnetze haben hier ihren Anfang gefunden, und für die Schweizer, ich denke aber auch für die baden-württembergischen Seite, ist das ein ganz wichtiger Tatbestand. Passend zum 100. Geburtstag ist heute dann auch noch der Wehrübergang direkt auf dem Wasserkraftwerk, offiziell für Fußgänger und Fahrradfahrer freigegeben worden. Ein weiterer Beitrag also für das grenzüberschreitende Zusammenleben in der Stadt Laufenburg und darüber hinaus. Wir erhalten heute nach der Hochrheinbrücke und nach der Alten Rheinbrücke die dritte direkte Verbindung in unsere Schweizer Schwesterstadt, und das ist natürlich für uns als grenzüberschreitende Stadt zum einen eine starke Symbolik, zum anderen aber sind wir Laufenburger auch immer auf dem Weg in die Schwesterstadt und auch den Kontakt zur Pflege, und damit ist diese dritte Rheinüberweg eine ganz wichtige Sache für uns. Das Wasserkraftwerk Laufenburg. 10 Turbinen versorgen insgesamt fast 200.000 Haushalte mit Strom. Eine deutsch-schweizerische Erfolgsgeschichte, die am kommenden Sonntag beim Familientag direkt am Wasserkraftwerk hautnah erlebt werden kann.